So, okay, dann sage ich. Stups, der kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase, ganz egal wohin er lief, immer geht ihm etwas schief. Zum Beispiel ist Stups einmal in willkommen auf dem Kinderkanal radioaktiv verseuchtes Gebiet gelaufen und hat dann leider 4 Ohren bekommen. Das war nicht für Stups. Bonjour, meine Freunde, Leichen und Seichen Unterhaltung und willkommen zurück zum Oster-Event auf Gomme. Wir haben, geben uns heute nochmal die Ehre, heute wieder im Verliererteam Rot. Gucken wir mal, ob irgendwas funktioniert. Mit Kedos zusammen. Hallo Kedos. Hi, Ostern macht mich richtig geil. So, also wollte ich jetzt einfach nur nochmal, weil irgendwie durch dieses Event habe ich das Gefühl, Ostern geht viel länger, als Ostern eigentlich geht. Eigentlich jemals. Es ist andauernd einfach nur Ostern. Ah, verdammt. Ostern hier, Ostern da, Ostern tritt, hat jemand alles weggeschnappt. Wir haben natürlich jetzt nochmal den Luxus genossen und der liebe Klaus Thaler, Dankeschön dafür, hat sich jetzt darum gekümmert, dass dieser Server irgendwie wieder anspringt, denn lief nicht so ganz kunterbunt und flüssig die ganze Zeit gerade. Deswegen gönnen wir uns heute nochmal eine fantastische Runde davon. Ich finde das ist so lustig, dieses Event, und ich wollte es unbedingt mal auch irgendwie gewinnen, denn irgendwie war ich bei ganz vielen Videos dabei, wo es bedeutend besser lief als in meinem zum Beispiel. Und mit unserer wunderbaren Ninja-Taktik, die wir mit Paluten gemacht haben, gehen wir das jetzt direkt von Anfang an mal an. Und ich hab auch schon mal das Bett abgebaut. Ja, das ist das Ding zum Beispiel. Aha. Kedos zum Beispiel hat schon mal das verdammte Bett abgebaut. Wie geil ist das denn bitte? Das war wirklich ein gutes Gefühl. Das muss ich schon zugeben. Das war auch echt krass. Also. Aber jetzt willst du jetzt gerade eben gewinnen, wenn wir gerade eben, also ich zumindest, recht wenig Zeit habe. Ja, das ist das Ding. Wir müssen so eine kleine Rush-Katze da draus machen und bei 64 Spielern zu rushen. Ich sag dir, Team Rot ist einfach das Verliererteam. Ich will das Unmögliche möglich machen. Ich will mit Team Rot jetzt gewinnen. Wir haben eine Chance halt nur. Eine einzige Chance. Okay, das ist jetzt auch so ein bisschen so eine extra Challenge. Ja. Mal oben drauf, ne? Challenge heißt es. Challenge. Wir sind aber auch nur 61. Nee, wir sind gerade mal ein bisschen weniger. Ja, ja. Aber ist egal. Ja, nochmal am Anfang verhältnismäßig viel. So, mir ist aber auch so ein bisschen aufgefallen, gerade als die Teamverteilung so war. Team Blau ist deutlich schneller voll als Team Rot. Ja, weißt du warum? Also, weil so wenn du joinst, automatisch in Team Blau kommst. Das ist nicht ganz richtig kalkuliert gewesen. Also ist auch nicht ganz richtig so mit dem. Also ich meine, insgesamt wird die Lobby voll und dann ist egal. Aber auf jeden Fall kommen alle immer in Team Blau. Du hast das schon ganz schön durchschaut. Ich merke dir das schon wieder an. Digga, ich bin das System. So, ich hätte mir mal aufschreiben müssen, wie viel Blöcke ich davon brauche. Das ist auch nur ausrechnen, dann schreibst du noch irgendwie. Digga, ich mach das. Das ist schon ganz schön. Okay, hier irgendwie alle Dinge Maschine, will los. Ja, ich hoffe ja echt, dass auf Gomme jetzt gesagt wird, irgendwie, dass mal so eine größere Map einfach auch dauerhaft irgendwie entwickelt wird. Oder? Ja, genau. Ist zwar so geil als Special Event, aber trotzdem, ne? So ein bisschen. Ja, es ist man einfach, kann ja auch einfach mal noch eine dicke Idee. So. Also, ich meine, das funktioniert bei einem Event halt besser, weil dann die Leute wirklich auf den Servern sind. Genau. Bist du das hier? Aber man kann ja jetzt eigentlich erstmal mit einer 64er Map oder so anfangen. 64 Spieler. Ja, genau, so langsam steigern, so ein bisschen, ne? Ja. Weil dann kann man das auch mit der Performance vielleicht besser optimieren mit der Zeit, als wenn jetzt jemand manchmal ein bisschen Problemchen hat. Das ist dann, denke ich, ganz gut. Bist du schon am Bauen? Jemand baut auf jeden Fall schon. Ach krass, guck mal, die haben direkt meine Taktik übernommen. Meine Taktik ist direkt implementiert worden. Wie cool ist das denn bitte? Boah, ich hab das gestern einmal gemacht und auf einmal fangen sie damit an. Ja, aber wo? Ich sehe die gerade gar nicht. Links, hinten am Heck. I believe in you, Marlon, Rudet. Boah, Alter, Blau hat aber richtig krass die Mitte. Haben die schon die Mitte? Ja, aber das vergisst man auf der Map recht schnell, finde ich. So, also dass man wirklich vielleicht die Mitte einfach mal auch mit beachten sollte. Ich mache jetzt einfach mal neben ihm noch einen Weg. Läuft bei mir. Ich hab so viele Blöcke gekauft, jetzt kann ich auch endlich mal die Blöcke benutzen. Doppelt help besser. Doppelweg draus. So, willkommen bei der spannendsten Folge ever. Sie ist super spannend. Also, es ist auch schon wieder hier, also spannend einfach. Es ist einfach, wie spannend auf einer Skala von 1 bis super spannend. Ich würde sagen, es ist super spannend. Oh Gott, ey. Er ist einfach. Hat er nicht? Oder er hat noch Blöcke? Oh Gott. Aber wir sind auch gut am Space Invaden gerade. Ey, wenn das funktioniert, ne? Obwohl, sind wir wieder weniger. Ich würde halt gerne helfen, aber ich finde irgendwie. Das ganz hinten, nicht. Ganz hinten. An dem Antrieb. Ja, ich weiß ja, dass du eigentlich ganz. Aha, ich guck gerade eben andauernd in die falsche Richtung. Ich hab gerade immer so geguckt, als wären wir blau. Gerade eben. Richtig dumm. Das ist eine gute. Oh. Das. Kettles. Ja, sorry, das ist... Bist du wirklich in meinem Team? Schnell gestresste Aufnahme rein bei Lobas, dann... Warte mal. Das eindeutig. Gut, ja. Okay.
Also das hat mich jetzt gerade eben einfach irritiert. Oh! Du bist so runtergefallen. Fast. Oh nein! Ey, da hat mich jemand abgeschossen. Krass, das ist neu. Okay. Interessant. Ich bin tatsächlich noch nie abgeschossen worden. Du bist so einer. Das ist neu. Nee, dass mich jemand trifft. Das ist aber. Das ist neu. Also jetzt, also, das kenne ich nicht. Das ist neu, Leute. Den kann ich jetzt noch nicht. Finde ich so, find unverschämt. Ich habe den Weg gefunden, endlich. Hast du Blöcke? Hast du Blöcke dabei? 34, ja. Oh, du brauchst mehr. Glaube ich zumindest. Ja, bring ich nicht mit. Das mache ich jetzt nicht. Ich komm da jetzt einfach und. Ich habe irgendwie das ungute Gefühl, dass es nicht so gut läuft bei uns. Zack, 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 zack. Ich glaube nicht. Also wir werden auch immer schneller, weniger als unsere Gegner. Ja. Ich guck mal, und die Leute mit dem Bogen, die stehen einfach bei uns gechildy-mildy in der Base rum. Baust du denn da schon oder wurdest du runtergeschossen? Ich wurde da runtergeschossen. Du wurdest hier runtergeschossen. Ja, genau. Ja, Tatsache, ne? Das war nicht so geil. So, dann, ich baue dann trotzdem mal mit den Blöcken, die ich noch da habe, baue ich den Weg weiter, ne? Ja. Ich werde gerade nämlich auch abgeschossen. Und ich werde bestimmt auch gleich getroffen. Ja, das kann gut sein. Ja, jetzt wurde ich getroffen, aber ich bin, mit 20 Blöcken sollte man es rüber schaffen. 20 Blöcke? Vielleicht sogar ein bisschen weniger. Okay. Krass, dass die das direkt so chaseln. Also gestern, wie gesagt, als es noch nicht so lange, vielleicht gibt es in die Map jetzt. Ja, aber wir haben die Taktik ja gestern. Ja, die war öffentlich gemacht. Bombe. Du weißt ja, das stimmt jeder, tatsächlich, ne? Aber dass es direkt übernommen wurde. Alles. Das ist die bewährte Sturmwaffeltaktik, die alle lieben. Too cool for school, du Miski. Beleidige sich wieder so ein bisschen. Das passiert hier auch sehr, sehr schnell. So, der Chat wird sehr schnell sehr amüsant. Ja, ja, gestern wussten auch irgendwie alle direkt immer, dass man hier ist. Das hat mich so maßlos irritiert, muss ich sagen. Oh Gott, aber wir haben so einen freundlichen Unterstützer der ganzen Debatte. Oh, wir sind drüben. Wir sind tatsächlich drüben. Die haben es rübergebaut. Ja. Ja. Aber wie? Mit dem Weg? Ja, irgendwie schon. Oder mit einem anderen? Nee, mit unserem Weg, ja. Okay. Mit dem Sturmwaffel-Gedenk. Dann kann ich mir zumindest auch einbilden, ich hätte jetzt was gemacht, weil ich habe jetzt 10 Blöcke hingesetzt. Das ist richtig. Das ist vollkommen korrekt. Korrekt, Kiddos. Dieser Vorschlag kommt, Angriff mit Sophie. das wird was. Ich bin mir sicher. Hallo. Ich bin mir sicher, das wird was. Ich weiß nicht mal, wo das Bett ist hier. Ich hab's Bett. Hast du's Ich hab's Bett. Warst du das? Ich hab's Bett. Ach, Sturmi, das ist so ein Träumchen. Guck, Maschine, Digga, Maschine! Man muss einfach an sich glauben, wenn man nur 5 Minuten Zeit hat, weil gleich Ostern anfängt. Geil, Alter, und jetzt wird rasiert, Digga! So sieht's aus. Sorry, das war jetzt gerade eben auch einfach. Wie geil es ist, Mann! Ich hab das scheiß Bett! Wenn du mich so unter Druck setzt, dann rast ich halt hin und wieder. Das ist so fett, Alter, Wims Bett, Alter. Das ist schon geil. Es ist wirklich. Richtige Maschine. So, und jetzt slaughtert die Ficker, Alter. Macht sie fertig. Zeig ihm, wo die Kamikaze hängt. Komm, zeig ihm, wo die Kamikaze hängt. Oh, ich wurde runtergeschossen. Nochmal. Ja, irgendwie sterben die ziemlich langsam, muss ich auch gerade mal sagen. Ich bin nie beim Slaughtern dabei. Das macht mich irgendwie ein bisschen doch, sad. Doch, Digga, jetzt geht's los, Digga. Wir werden jetzt kriegen. Ich hab jetzt 2 Tracker. Hattest du schon mal 2 Tracker? Ja. Das frage ich dich. Fragst du mich das wirklich oder fragst du mich das aus Spaß? Haha. Ich frag dich das wirklich. Geil. Ich bin auch gerade neben dir. Hallo. Oh, hi, Kiddos. Kiddos. Was ist los bei dir? Was machst du so? Hallo? Die sind beim Eisen. Eisen. Digga, wenn die jetzt noch rüberkommen, Alter, die sind doch richtig lame-o-schlame-o, Alter. Pete, ja. Warum sind wieder alle auf Paluten? Ich bin doch auch hier. Wo ist Paluten? Kriegst du jetzt Minderwertigkeitskomplexe, ja, deswegen? Bei Paluten immer. Guck dir die Cheekbones an, wer kriegt da keine Minderwert? Ja, aber Paluten wird auch immer bei mir, in Happy Wheels Folgen geht's auch nur um Paluten. Irgendwie geht's in allen Videos bald nur noch um Paluten. Der ist Paluten. Ich meine, nicht, dass ich was gegen Paluten hätte. Doch, aber es geht Kiddos war etwas doch gegen. Ganz klar. Oh, aua. Was hier? Guck, Beef! Guck, Kiddos, wir haben Beef. Tatsache. Kiddos, wir haben Beef. Das war ja ein Mordsgaudi. Oh, ja, jetzt nasel ihn. Oh, nice, Kiddos. Kiddos, Alter, richtig wie so ein Kamikaze-Held da runtergenommen. Ja, aber er ist jetzt halt weg, weißt du? Und das ist ja schon mal was. Ja, das ist ganz nice, sir. Was ist denn mit Andy King los? Und Blau gewinnt ihr? So richtig noch in die Wunde reinbohren. Ja, aber irgendwie, also ich sag's gerne nochmal. Da kommt übrigens jemand gerade über unseren Weg. Wenn du respawned bist, geh mal schnell da hinten hin, dann kannst du ihn runterkicken noch. Ja, ich bin gerespawnt. Moment, ich muss mir nur kurz so ein Dingsdabums da machen, so ein Knüppel, ja, damit ich ihn noch runterhauen kann. Maschinen greifen gerade an hier. Zack, gucken wir mal.
Aber das ist doch gut gelaufen einfach. Das ist doch bis dato gut gelaufen, ja. So, oder? Also ich finde es schon... Okay, ich sehe gerade, wo er langgelaufen kommt. Er denkt, also wie er halt denkt, dass er denkt... Wie er denkt, Alter. Wie er denkt. Oh, guck mal, jetzt kommt die richtig Offensive, Alter. Jetzt geht die richtig Sparte ab. Läuft, Alter. Er ist schon mal weg. Krasse Scheiße. So, ich habe 13 Gold. Mhm. Man könnte was daraus machen. Mache ich jetzt auch. Eine Enderperle wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Warum? Ich habe hier einen, der rennt gerade einfach rum und baut Glasblöcke. Das ist netter, das Erwin, er hatte schon immer eine schwere Zeit. So. Ja, das ist irgendwie ganz komisch gerade eben. Er setzt sich auch einfach in den Weg und so ein Zeug. Da bei uns auf dem Weg? Ah, da sind wieder die Spaßvögel, die dann. Wir nochmal probieren, irgendwas zu schnäseln. Tiki! Es gibt halt wirklich. Also, ich meine, bei 64 Leuten bräuchte man ja auch nur einen verdammten Typ mal, der sich ums Bett kümmert. Oder zwei, drei Leute, dann kannst du ja nie mehr da drankommen. Du kannst ja richtig viel zubauen da. Ja, ich hau gerade nach und nach quasi immer mal den einen oder anderen weg mit dem Stick. Ich renne einfach immer nur mit dem Stick rum und das klappt eigentlich auch ganz gut. So. Das glaube ich. Ja. Das Stick ist ja auch was Schönes, ne? Also, Stick ist super. Leute, wenn ihr nach... Guck hier auch schon wieder, hier, Pokefreak AP, Stomi, Kedos, Palle und alle, ich liebe euch, Klammer, vor allem Palle. Ja, Palle ist auch ein Süßer, weißt du? Das er ist einfach ein Süßer, er ist auch einfach so ein kleiner Publikumsliebling. Sweet ist wieder Dude, ist wieder Dude. Ja. Vollkommen, Essen? Vollkommen Essen? Da ist die Kedos! Vollkommen da ist die Zone! Zone! Hier ist die Zone! Hallo. So, ich bin so ein bisschen der Rambo, der mit seinem Stock aufhört. Der Rambo! Palle, heute streamen bitte. Ich bin ja, ist der überhaupt in der Runde? Nein! Das ist nur wieder, weil irgendjemand denkt, irgendwie er hätte gesehen. Dann verbreitet sich das wie so ein Lauffeuer. Oh Gott! Alter, wie hat er das denn gemacht? Die Machines, Alter. Ich hab mich gerade in den Tod gestürzt. Das war sehr... Ja. Hilfreich, schön... Exotisch. Amüsant. Amüsant. Sexy. Hexy. 14 sind wir noch. 14 haben wir noch. Ey, Leute, da ich dieses Bett abgebaut habe, ne, ich bin so ein glückliches Gerät. Vor allem, dass es jetzt halt auch wirklich in dieser einen Gelegenheit auch geklappt hat. Das ist echt ziemlich krass. So, hier kommt gerade eben schon wieder irgendein Blauer angelaufen. Oh Gott, ich glaube, da ist einer ganz weit oben. Oh, ich habe ihn. Lol. Läuft auf jeden Fall. Okay, nice, da sind noch welche. Ich glaube, da hat sich einer ganz weit nach oben gebaut bei Blau. Das ist auch immer, weißt du, bei so vielen Menschen hast du die ganzen Spackos, die einem so richtig die Runde vermasseln wollen, noch echt, da hast du immer zwei, drei Leute dabei, die sich dann so hochbauen und so rumassen, weißt du? Ja. Ja, bei unserer Runde, die wir gemacht haben, auf meinem Channel, da sind die ja auch am Ende irgendwie. Ja, echt. So eine eigene Base hinten. Ja, genau, das ist echt super. Apropos eigene Base, ich könnte mir auch mal den verdammten Tracker in die Hand nehmen. So bei 7 Leuten. Den hätte ich gerade fast verkauft. Verkauft? Also das geht zwar nicht, aber... Wie viel kannst du den so verkaufen? Ich habe den so in den Shop reingepackt quasi, irgendwie, aus Affekt und dachte mir so, ach, vielleicht... Aus Affekt. Aus Affekt. Ben Affleck. Genau. Ich wollte auch nicht so, okay. Machen wir jetzt rum, oder? Normalerweise hätte ich jetzt, ja, also wäre das jetzt in der Bar passiert, dann... Dann wäre direkt, Hätte ich dir direkt meine Zunge in den Hals gerammt, mein Freund. Oh, nice, okay, er ist down. Wo ist der nächste? Da hinten. Einfach mal hier, oh Gott. Ich wollte gerade hier wie so ein kleines Spider-Man so rumgaloppen, aber das hat irgendwie nicht so geil funktioniert. Galoppen? Nicht so geil funktioniert. So, schauen wir mal, irgendjemand ist noch hier irgendwo hinten. So, der Hund fängt schon an zu bellen, Sturm. Oh Gott, jetzt wird's kritisch, jetzt wird's kritisch. Der Hund fängt schon an zu bellen. Jetzt wird's kritisch. Jetzt wird's really kritisch. Wo ist er denn da hinten, Alter? So, wo sind die Maschine, Alter? Hier ist er. Oh, der bellt aber ganz schön laut. Okay, hier, der ist wahrscheinlich tot jetzt, ne? Ja. 128. Der bellt aber ganz schön laut, der Hund. Der bellt aber ganz schön laut. Welchen ist das? Ist ein reinrassiger Terrier oder was? Das ist ein Rottweiler Mutantenmischling aus Tschernobyl. Ein Rottweiler Mutantenmischling ist es also. Rottweiler Mutantenmischling. Mutantenmischling ist es, okay. Und den haben wir dann 1945 auch noch mit einer Docke gekreuzt. Ja. Und das ist jetzt eine Killermaschine. Welche Maschine ist es? Der kleine Mutant. Der kleine Philipp, der kleine Hundemutant. Wenn ich mit dem wirklich auf die Hundeschau gehe, oder gucke mir die Ladies aber links, rechts und hinten am Arschnall. Gucke mir in den Arschnall, gucke die.
Das ist wirklich aggressives Paarungsverhalten. Aggressives Paarungsverhalten lege die an den Tag. So, das ist ganz wo ist denn der Shit? Ottoman FX hat den geilsten Tipp mit dem Tracker. Wie auch alle da. Ist er das? Das ist schon cool. Ist das der Dude? Ich muss auf einmal den blöden Pfeil richtig machen. Hüpfe nur noch in der fremden Base. Ja, okay, hier sind so viele Leute. Einfach hinter diesem Dude her. Okay. Zwei sind's noch. Jo. Unten im Waterfall. Unten im Waterfall. Unten im Waterfall. Let's go, people. I am making. Ich renn einfach jetzt so in der fremden Base rum und snack Eisen. Wieso? Ich check's gerade auch wieder nicht, aber ich habe sehr, sehr ungute Gefühle, wenn ich gerade sehe, wie weit der Typ hinter der einen Base sein soll. Oh, nee. Oh, nein. Aufpassen, Mongo hat sich gerade vollkommen krank hochgebaut hier. Ihr findet mich nie. Das ist schon mal eine gute Einstellung. Ja, das ist schön. Schon mal ganz geil. So. Das Geilste wäre jetzt, wenn es Better bauten, die uns jetzt töten. Zu zweit. Das wird was. Ich glaube, das geht echt gar nicht, wenn dann selbst alle irgendwie logischerweise mit Fäusten irgendwann drauf kloppen. Das ist impossible. Ja, du kannst dich oben verschanzen und dann so alle nach und nach runterschnäseln. Das wäre zumindest sehr, sehr krass. Ich glaube, der Typ ist oben, ne? Sind ja noch zwei. Oder 28 Blöcke kann das sein. Dann schauen wir doch mal, welches ist denn seins, das hier. Einmal so. Damit ich auch da an eine freie Seite komme und dann geht's los. Denn, Leitern setzen und dann klettern mit Sturm. Alles gut noch bei dir? Geht das? Ja. Du kannst gerne mit mir hochkommen. Ich hab hier Leitern. Ja. Also alles cool. Wo sind die denn? Ja, da ganz oben. Ja, deswegen baue ich ja gerade eine Leiter, damit wir alle da ganz schnell hoch können. Oh, das sehe ich jetzt erst. Das ist ja abnormal. Ja, alles cool. Dass ich auch alle dann irgendwie mit Blöcken hochbauen. Warum holt ihr nicht Leitern, Leute? Das ist doch viel nachhaltiger. Dann können andere auch. Ja, wo hast denn du Leitern? Auf der Rückseite davon. Aha. Einmal mit. Hast du? Siehst du? Ja, ich bin jetzt gerade unterwegs so ein bisschen. Komm schneller, ich will euch niedermetzeln. Ich will euch niedermetzeln. Ich möchte gestern war nur einer, aber war das bei dir, der fair geschrieben hat? Fair? So einer gegen 50. Fair? Fair? Oh, herrlich. Aber du hast ja gestern auch die Bettnässer-Runde war das. Ja, das war die Bettnässer-Runde. Ist da gerade einer runtergesprungen, weiß aber nicht. Oh, blau ist einer weg. Jetzt ist nur noch einer da. Das ist ja schon mal ganz... Nicer. Ah, das ist einer von uns, lol. Hä? Wo ist denn der? Hä? Ich dachte, das wäre einer von denen. Ach, das ist nur noch der eine. Ach, lol. Ja, es ist einer, ist gerade eben, ich meine, den habe ich gerade so vorbeifliegen sehen. Also, es waren ja gerade eben noch zwei. Ja, und jetzt ist noch einer drin und das ist dieser. Hier ist ein Sturmwaffelskin, der trollt. Och, Manu, ihr Doofen. Da musst du aber ganz schön. Och, Manu, ihr Doofen. Oh, ich hasse euch, Alter. Ja. Da musst du aber ganz schön aufpassen, dass Pokéfreak hier nicht noch sich entwickelt, ne? Das ist. Kann schon ganz schön tricky werden. Ihr könnt mich doch alle mal. Och, ich hasse euch. Ich habe jetzt voll gute Sachen und die schlagen mich runter, wollte ich sagen. G, okay. Zu dem G jedoch. JJ. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich habe das Bett abgebaut in der Osterrunde. Maschine, Digga, Maschine. Boah, ich sehe voll gut aus in dem Licht, Alter. Als hätte ich echt noch Muskeln. Stimmt aber gar nicht. Okay. Schaut auf jeden Fall mal bei Kiddos vorbei. Da haben wir gestern auch noch eine fette Osterrunde aufgenommen, die auch wirklich sehr lang war. Dankeschön nochmal an Klaus, der sich schnell um den Server gekümmert hat. Der ging nämlich gerade nicht und auch ans Comedy-Team. Dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Sturmwaffel. Tanz. Tschüss. Tschüss.